Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. So, wo war das denn jetzt? Hier war das doch, ne? Yep. So, einmal entsperren. Ja, will auch spielen. Ja, dauert ja eh noch, bis es rauskommt. Es ist jetzt gerade ja erstmal verschoben worden. Was ist das hier? Ah, okay, ich glaube, hier kann ich mich nur verstecken, ne? Ja, da geht's wieder raus. Nee, das bringt mich nicht weiter. Das bringt mich nicht weiter. Ah, da. Fuck. Okay. Ich wollte gerade sagen, ich habe da doch was gesehen, was nicht gesund aussah. Komm ich da irgendwie wieder hoch? Ich könnte. Watch Dogs bist du nicht so warm geworden mit, aber der Teil sieht echt gut aus. Würde mich auch sehr wundern, wenn er nicht gut aussehen würde, weil der ist halt gestern erst rausgekommen. Aber man muss das Spielprinzip mögen. Ach shit. Also das Spielprinzip, das muss man schon mögen. Ansonsten... Ich finde es halt ganz geil. Ich habe den ersten Teil sehr gerne gespielt und ich habe auch den zweiten Teil. Joa, schon. CTOS AR. Data reconstruction in progress. Well, look at this. You're right. We definitely need this extremely cool thing I want for investigating Zero Day. Shit, for some reason I can't clone it to our servers. Alright, access the network here and let's see if we can't find out where to nick one. Hallo, wie hast du mich genannt? Wie hat er mich genannt? Arschloch. Selber. Und, oh ja. Hui.
Da unten, oh no. Mist, wie komme ich denn da ran? Warte. Die Frage ist jetzt gerade, wie kriege ich den hier wieder raus? Warte. Juhu! Okay, geschafft. Also ich bin zum Beispiel ganz ehrlich, ich wollte es nicht bei anderen sehen, was aber eher daran liegt, dass ich es halt selber spielen wollte. Und ich habe halt den ersten Teil super gerne gespielt, auch mehrmals. Den zweiten Teil habe ich einmal gespielt, der war solide, aber der Teil hier, der hat mich halt direkt gecatcht, als ich gesehen habe, der spielt in London. Da habe ich mir gedacht, jo, ich bin dabei und so, ne? So, Ministerium für bürgerliches Engagement von HR an Facilities. Betreff Antwort, ich brauche Reinigungspersonal. Die hohe Fluktuation bei unserem Reinigungs- und Wartungspersonal ist bedenklich. Innerhalb der letzten 6 Monate wurde das Personal in Ihrer Abteilung 2-mal komplett ausgetauscht. Auch wenn potenzielle Bewerber keine besonderen Qualifikationen mitbringen müssen, muss sich jeder Angestellte im Ministerium einem strengen Überprüfungsverfahren unterziehen. Dasselbe gilt bei einer Kündigung. Es ist uns nicht möglich, in dem von Ihnen beantragten Zeitraum neue Bewerber zur Verfügung zu stellen. Mit freundlichen Grüßen, Ministerium der Bürgerschaft, Bürgerschaft für bürgerschaftliches Engagement HR von MOCM Facilities an MOCM HR. Wir brauchen Reinigungspersonal. Wir sind nicht für die Kündigung des Personals verantwortlich. Sie kündigen selbst, besonders die Reinigungskräfte, die den Befragungsräumen zugeteilt sind. Es ist schwierig, den Personalbestand aufrechtzuerhalten, wenn sie ständig Nervenzusammenbrüche haben und mental nicht auf ihre Pflichten vorbereitet sind. Vielleicht sollten wir uns über die Anforderungen an zukünftige Bewerber unterhalten. Ministerium der Bürgerschaftliches Engagement Facilities. So. Wollen wir nochmal gucken. Irgendwas da hinten. Huia! Es wäre sogar ein Grund, es mir selber zu kaufen. Man muss aber das Spielprinzip mögen. Man muss es mögen. The SIRS has deployed this technology at their HQ, and I've just nabbed their manual on how to set up the system. Now, Scarpa, you can't steal their toy if they throw you in the gulag. Wobei ich sagen muss, wenn man die ersten 2 Teile nicht gespielt hat, dieser Teil bisher geht echt in eine komplett andere Richtung. Was ich ganz cool finde, obwohl mir so ein paar Sachen fehlen, die ich aus den anderen Teilen halt sehr, sehr gerne mochte. How do we get this magic AR machine? The program is hosted on a server that's on the roof of SIRS HQ. All you have to do is grab the whole thing, then take it to a few high-density locations so I can recalibrate it to the Deadset network and clone my own version. How am I supposed to get to the roof, Bagley? I'm not a bird. I can't fly. We need to find someone with access to a cargo or construction drone that can fly off of there. Perfect opportunity to recruit a heavy lifter to the cause, I'd say. Bagley. Where can I find this heavy lifter person? Well, let's put our thinking caps on, shall we? Now, who in London would have access to a construction drone? Could it be a construction worker? No shit, Mr. Bagley. Not so hard, was it? There's an active construction yard nearby. I dare say you'll probably be able to find a construction worker to recruit there. Here's the coordinates. Ach ja, und
Es gibt das Spiel natürlich auch mit einer deutschen Synchro, aber ich präferiere das originale britische Englisch. Deswegen spiele ich es halt auf Englisch und mit deutschem Untertitel. Ich sollte vielleicht einfach mal die Waffe wegpacken, ne? Dann kann er auch die lustige Maske abnehmen. Also ja, es gibt eine deutsche Synchro. Ich habe nur ganz kurz mal reingehört. Weiß ich nicht. Also ich habe es zu kurz gehört, um zu sagen, ob die deutsche Synchro gut oder schlecht ist. Wobei ich eigentlich bei Ubisoft-Spielen immer sehr positiv eingestellt bin, was die Synchros angeht. Normalerweise sind Ubisoft-Spiele immer mit einer sehr guten... Die Maske passt, warte, was? Die? So würde ich jetzt aber ausspielen. Ich finde es süß. Aber es gibt echt viele Masken. Also bei mir ist jetzt die Sache, ich habe mir die Collector's Edition damals vorbestellt, als es gerade frisch rauskam, also als es angekündigt worden ist. Und da sind dann natürlich noch so ein paar extra Goodies mit drin. Also ich glaube, diese Maske... Warte mal. Kann ich euch das mal eben zeigen? Da. Ich gehe mal eben zu dem Laden da. Kannst du ja halt auch unglaublich viel Sachen noch kaufen. Wegen dem... Ach so, ja, sehr, sehr lustig. Ich zeig dir mal was. Es gibt... Gesichtsmode. Es gibt verschiedene Styles für Mund-Nasenschutz. Das haben die extra noch reingepatcht. Finde ich mega. Finde ich richtig, richtig gut. Und ansonsten hast du hier halt diese typischen Masken. Du kannst halt die Schweinemaske haben. Das ist so die Standardmaske. Das ist eine, die gab es nur über die Sonderedition. Genauso wie die, die ich jetzt hier halt habe. Das ist so eine Standardmaske. Das ist eine Standardmaske. Die hast du irgendwie über Drops bekommen. Jetzt bei dem Ubisoft-Event auf Twitch. Das ist auch eine, die ich über die Sonderedition gekriegt habe. Das ist aber auch zum Beispiel eine Standardmaske. Warte mal. Unter anderem einer der Gründe, warum ich mir die Collector's Edition geholt habe. Weil ich diese Maske hier jetzt stehen habe. die ist leider auch nur in der Sonderedition drin, aber finde ich ultra geil. Die finde ich halt richtig, richtig geil. Die ist auch ganz lustig. Das ist eigentlich dieselbe wie die, nur nochmal mit Blau. Und das ist dieselbe wie der andere Totenschädel, nur halt in Weiß. Ich glaube, ich mache jetzt die. Und du hast halt richtig viel Customizings. Also du hast hier unglaublich viele verschiedene Shops, wo du überall verschiedene Sachen dir kaufen kannst. Ich könnte mir jetzt hier zum Beispiel jede Menge Hüte noch kaufen. Und dafür machst du dann halt so Aufgaben, um Geld zu verdienen, um dir dann zum Beispiel sowas zu kaufen. Ich glaube aber, also bisher habe ich noch nichts gesehen, wo ich, wofür ich wirklich die Kohle gebraucht hätte. Also diese Punkte hier, das sind Technikpunkte, die brauchst du schon, weil damit kannst du eben deine Ausrüstung aufbessern und bauen. Upgrades, okay. Wo ich auch gerade sehe, dass ich wieder was upgraden kann. Die Kohle an und für sich brauchst du halt eigentlich gar nicht. Sowas feiere ich immer. Ich liebe sowas auch, aber ich würde jetzt zum Beispiel nicht irgendwie stundenlang, obwohl ich habe vorhin, ich glaube, 4 Stunden lang einfach nur Leute gesucht, die ich rekrutieren kann. Aber du kannst ja halt auch ein komplettes Team zusammenstellen. Also das ist nämlich komplett neu. Du hast halt nicht nur einen Charakter, sondern hast ein komplettes Team. Also alle, die hier jetzt dieses Goldene drüber haben, die gibt es halt auch wieder nur über die Sonderedition. Aber du kannst ja halt alle möglichen Leute rekrutieren. Zum Beispiel den Sekretär hier, dann habe ich so einen Platzwirt, eine Platzwirtin.
Die, ich habe keine Ahnung, wie die zu mir gekommen ist, aber sie ist auf jeden Fall da. Und ich kann dann eigentlich immer hin und her switchen zwischen den verschiedenen. Und die haben dann auch immer bestimmte Sachen, die sie dann halt gut können oder nicht so gut können. Für manche Sachen brauchst du halt bestimmte Charaktere. So wie jetzt brauchen wir halt einen Bauarbeiter. Also ziehe ich los und rekrutiere mir einen Bauarbeiter. Waffen kaufen, Munition und so weiter. Boah, kann ich mir nicht vorstellen, weil du findest hier echt viel. They look promising. Ah, wie nice. Okay. Oh, they have a beastly drone friend. I mean, the person looks efficient too. Occupation? Check. Drone? Check. This could be the one. Jetzt geht es eigentlich nur darum, welchen Bauarbeiter brauchen wir. Occupation? Check. Drone? Check. This could be the one. Oh, they have a beastly drone friend. I mean, the person looks efficient too. Ach komm, ich nehme sie. Be calm. Pretend I'm an old friend. People may be watching. Hey, you're dead sick, aren't you? Great timing. I need a hand with something. Why don't you say what the problem is first? Then we see. Right, okay. So I went to the Kellys for some money problems. Worst mistake I've ever made. Now I'm basically their slave until I pay off my debt. Could you help me get out of this mess? Okay, we will take care of this for you. Jo, aber das werden wir am Sonntag machen. Clan Kelly will bleed our new friend dry if we don't do something. This particular construction site is a money laundering front for a Kelly chapter out of Camden Market. Any record of the debt would be stored there. Yes, I understand. Sehr gut. Bam. Nice. Ich habe mich verliebt. Ich liebe dieses Spiel. Es ist sehr gut. Ein wundervolles Spiel. Und zurück ins Hauptmenü. Was kann ich denn jetzt eigentlich noch im Hauptmenü anderes machen? Also, ich würde vielleicht noch ein bisschen warten. Das Spiel wird auf jeden Fall günstiger. Es ist halt gestern erst rausgekommen. Und ich würde vielleicht warten, bis es irgendwie mal im Sale ist. Oder relativ günstig. Ich habe auch noch nicht verstanden, wie das hier funktioniert mit dem Online. Aber ich glaube, es kann auch sein, dass das noch gar nicht produktiv ist. Also erster Eindruck, es ist super geil. Man muss sich drauf einlassen. Es ist bestimmt nicht für jeden was. Es ist so ein typisches Open World. Du kannst alles und nichts machen. Ich meine, wir haben vorhin eine halbe Stunde Fußball gespielt. Es ist so... Es ist hart. Es ist sehr hart. Aber ich finde es richtig, richtig nice. Also ich glaube, damit werden wir uns die Zeit bis Assassin's Creed sehr gut vertreiben können. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Schlaft schön und wir sehen uns dann morgen bzw. später zu Bioshock. Und schau mal, wie wir da so durchkommen. Bis dahin. Tschüss.